Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock Redstone Mechanics. Ja, in der letzten Folge haben wir die 3x3-Tür gebaut. Jetzt kommt ein recht einfaches Gebäude dran, nämlich ein Item-Sortierer. Ich glaube, die meisten von euch kennen das, aber ich würde es einfach trotzdem nochmal erklären. Und es hat auch was damit zu tun, was hier hinter mir steht. Das erkläre ich euch gleich, und zwar nach dem Intro. So, hier haben wir also dieses kleine Konstrukt. Ich will euch nämlich erklären, wie Trichter an sich funktionieren. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, wir packen hier das Item rein, dann wandert das in diesen Trichter, wandert nach unten und weil der Hals vom Trichter ja nach da zeigt, geht das Item hier hin und runter. Stimmt's? Nein, das tut das Item nicht, es geht einfach nach unten. Und zwar liegt es daran, dass Trichter, bevor sie die Items einfach weitergeben, erstmal gucken, ob unten drunter noch ein Trichter ist. In diesem Fall hier vom Trichter, der nach unten zeigt, macht das halt keinen Unterschied. Der kann das Item nur nach unten weitergeben. Aber in diesem Fall macht das halt Sinn, weil das Item nach da gehen kann, aber auch nach da. Und dieser Trichter überprüft erstmal, ob unter sich ein Trichter ist. Und wenn ja, gibt er das Item einfach nach unten weiter. Und der Trichter dann natürlich in die Kiste. Und dasselbe Prinzip wird hier beim Item-Sortierer auch genutzt. Seht ihr hier die Kiste, wo man alles reinpackt. Und dann diese Trichterlinie, die hier lang geht. Das heißt, theoretisch würden immer Items von hier nach hier geleitet werden. Aber hier fügen wir dann einen Filter ein. Und zwar entweder mit 18 Items, die man nicht im Survival bekommen kann, Items, die wild umbenannt wurden, oder Items, die nie in euer System reinkommen dürfen. Sonst geht das System kaputt. So, und eigentlich müssen ja diese Items nach unten weitergeleitet werden und in diese beiden Kisten hier. Dafür gibt es diesen Mechanismus, der es drinne hält. Und zwar haben wir hier ja Items drin, hier ein Block und dann hier den Vergleicher. Der liest dann ab, wie viele Items hier drin sind. Dafür gibt es ein Redstone-Signal. Ihr seht, das untere ist nicht gepowert, das obere schon. Wenn wir hier, in diesem Fall Eisen, noch eins reinmachen würden, würde das Redstone-Signal hier hochspringen. Der Verstärker würde aktiviert werden. Die Redstone-Fackel würde deaktiviert werden. Und dieser Trichter und der untere hier würden aktiviert werden, also sie könnten Items weitergeben. Dann würden sie hier aus dem ersten Slot ein Item rausziehen, wodurch es wieder nur 4 Eisen sind. Dann gibt es hier nicht mehr genügend Strom und die Fackel geht wieder an. Das würde dann die beiden Trichter hier wieder verschließen. Und ja, es kann auch hin und wieder dazu kommen, dass hier Items drin stecken bleiben. Aber das ist nicht weiter schlimm, denn am Ende werden sie so oder so hier in der Truhe drin bleiben. Seht, ich habe hier Eisen, Diamant und Kohle. Das ist genau kompatibel damit, was ich da reingemacht habe. Und hier habe ich noch so eine Resttruhe, wo alles reinkommt, was man nicht einsortieren kann. Ich mache mir hier Redstone rein. Und dann landet das hier halt in der Resttruhe. Das verhindert, dass die ganzen Items sich hier ansammeln und die Kohle quasi blockieren. Dadurch würde die Kohle hier zum Beispiel die Diamanten blockieren und die Diamanten würden dann das Eisen blockieren und dann geht das ganze System auch kaputt. So, hier haben wir die ganze Technik dahinter. Die kann man auch unendlich erweitern, also dieser schmale Streifen hier. Den kannst du im Grunde unendlich weit aneinander reihen.
bis halt zu diesen vier Chunks, wohin das Redstone noch lädt. Danach geht's halt kaputt. Ja, dann schauen wir uns einfach mal an, wie man das baut. Ich mache das Redstone mal kurz weg. Also für die einzelnen Module hier, also das da, braucht man erstmal zwei Redstone, ein Vergleicher, ein Verstärker, eine Fackel, vier Trichter, vier Truhen, sechs Baublöcke und 18 Blöcke, die nicht ins System kommen, 18 unbenannte Blöcke oder 18 Blöcke, die nicht im Survival erreichbar sind, also nicht möglich sind zu bekommen. Das würde dann aber bedeuten, ihr spielt im Kreativmodus und benutzt auch den Kreativmodus. So, ansonsten machen wir noch 5 Trichter, 5 Truhen und pro Modul halt entweder irgendwelche Sachen, die stackbar sind und 4 Stück davon. So, dann würde ich sagen, wir fangen einfach mit der Restkiste an. Wir setzen hier 2 Truhen hin, einmal da, einmal da. Sneaken und setzen nochmal 2 Truhen drauf. Dann kommen 2 Trichter dran, damit die Items da eingelagert werden. Dann stellen wir uns hier auf die Kiste drauf, machen noch einen Trichter, noch einen Trichter. Dann haben wir hier schon 4 Trichter und ich mache mal 3 Module, deshalb 1, 2, 3, 3 Trichter so da dran setzen, dann haben wir eine Kette. Und einmal für die erste Kiste da noch ein, komm schon, noch ein Trichter. Dann gehen wir uns auf den ersten Trichter drauf und packen eine Truhe drauf, damit wir die Items reinpacken können. Und dann haben wir erstmal das grobe Konstrukt schon mal fertig. Jetzt können wir auch noch die ganzen anderen Kisten hier reinpacken. Zwar einmal 2 und 4. So, dann haben wir 2 Doppelkisten übereinander. Und ich mache halt 3 Module, deshalb dreimal. Moment. So. Und dann haben wir auch schon die ganzen Kisten fertig. Wie hier auch. Schleichen und die Trichter einfach an die Kisten setzen, also auf die Kisten drücken. Dann haben wir die Items da drin. Jetzt kommen wir zu diesem technischen Modul hier hinten. Und zwar brauchen wir da erstmal eine Lücke, ein Block, dann eine Lücke und noch ein Block. Habt ihr sowas hier? Dann kommt da drüber ein Block, da ein Block, da ein Block und noch ein Block nach oben. Dann habt ihr so ein Konstrukt hier, keine Ahnung. Sieht ein bisschen aus wie ein Tier hier. Die Beine und da der Kopf. Naja, egal, da kommt dann der Vergleicher rauf, zweimal Redstone, unten drunter ein Verstärker und vorne hin eine Redstone-Fackel. Zu guter Letzt brauchen wir noch einen Trichter, und zwar müsst ihr den gegen den Block bauen. Das führt dazu, dass der Trichter erstmal versucht, die Items nach unten durchzugehen, aber da die durch die Redstone-Fackel da unten blockiert sind, versucht er das weiter normal weiterzugeben. Das geht auch nicht, deshalb bleiben die Items erstmal hier dran. So, dafür machen wir uns ja natürlich 3 Module. Deshalb können wir das einfach wiederholen. 2 Blöcke bauen, ein Block bauen, Abstand, ein Block bauen. Redstone-Fackeln ran und Verstärker ran. Baublöcke. Noch mehr Baublöcke. Verstärker. Ganz viel Redstone. Und dann haben wir es auch schon. Ja, hier noch die beiden Trichter natürlich. Und jetzt kommen wir dazu, die einzustellen. Also es muss an dem Trichter sein, wo der Halt so zur Seite zeigt auf dem Block. Da klicken wir drauf. Packen 4 Items rein, die wir wollen. Also hier Eisenbarren. Und packen insgesamt 18 hin. Und zwar so, dass alles blockiert wird. Ich mache einfach die 15 ganz am Anfang. Könnt ihr auch am Ende machen, wo ihr wollt. Ihr könnt es auch aufteilen. Das ist relativ egal.
Das macht ihr hier auch. Und jetzt habe ich natürlich keine Blöcke mehr, die das blockieren können. Ich hätte einfach einen ganzen Stack behalten können. Ich mache einfach mal hier Bedrock wieder rein. Dann nehmen wir uns Diamanten. Das sind 10. Das sind 5. Mal gucken, ob das reicht. Nicht ganz. Brauchen wir noch ein paar. So, jetzt haben wir 15. Hier auch nochmal 17, 18. So, und dann verteilen wir da ein bisschen. So. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das vorne auch noch mit den Items beschriften, dann ist es ein bisschen übersichtlicher. So, dann haben wir es auch schon geschafft. Wir können ja jetzt mal diese ganzen Sachen hier wegmachen. So. Und dann nehmen wir uns einfach mal ein bisschen Eisen, ein bisschen Kohle, ein paar Diamanten und auch Redstone. Packen ein bisschen was davon rein. So, so und machen wir noch so. Wenn wir jetzt kurz warten, dann werden die Sachen einsortiert. So, fast fertig. Jetzt muss nur noch das Eisen hier vorne rein sortiert werden. Und wenn wir jetzt hier mal gucken, das hat sich gerade eben aufgefüllt, jetzt wieder weniger geworden. Wenn wir reingucken, hier haben wir Eisen, hier haben wir Diamanten, Kohle und Redstone als Rest. Ja, das System funktioniert. Bei den ersten Malen, ja, kann hier ein Item stecken bleiben. Das ist aber an sich nicht weiter schlimm. Wie gesagt, das landet am Ende eh hier drinne. So Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da. Schreibt auch mal eure Vorschläge für irgendwelche Redstone-Sachen in die Kommentare. Ich bin nämlich ein bisschen knapp an Ideen und da könnte ich ein bisschen eure Hilfe gebrauchen. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt einfach in die Kommentare und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!